Entschuldigung, ich wollte eigentlich nicht mehr heulen. Hallo ihr lieben Unpacking-Fans, es geht auch zu einem neuen Paket, auf das ich mich sehr freue. Das Paket ist von der lieben Suse, die ich auch schon... Oh Suse, seit wann schreiben wir schon? Ewig! Also auch noch vom anderen Kanal mit hier rüber geflitzt. Und ja, ich bin total gespannt. Zum einen bin ich hier schon total wieder angefixt von dem geilen Klebeband. Ist das aus dem Action? Hast du auch ein Action in der Nähe? Ich werde echt verrückt. Ja, jetzt habe ich versucht, das hier schon vorab. Ich wollte nicht, dass man die Adressen sehen kann. So sieht es von oben aus. Moment. Ich bin das Porto. Ganz liebe Grüße. Ist auch ein bisschen viel Porto. Da muss ich dann mal gucken, dass wir das wieder irgendwie... Ja, ganz toller Brief. Ach, herrlich. Und ich denke schon, dass was von deinem Porto übrig bleibt, ja, auch das weiß ich nicht. Ich finde das voll lieb, aber es war doch anders abgesprochen. Also er hat geschrieben, dass ich mir dann auch von dem restlichen Porto noch was kaufen kann. Ja, mal gucken. Also Suse gehört auch zu den Leuten, was hat es geschrieben, die sich mit den Bastelsachen jetzt nicht so gut auskennt. Und ja, mal gucken, was wir haben. Oh Gott, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß auch nicht, kennt das einer von euch? Bitte Busing. Was zum Naschen, ne? Wie so ein kleiner Kuchen oder so. Schmeckt so ein bisschen nach Weihnachten. Ein bisschen Zimt. Mmh. Lecker. Da habe ich gleich mehrere. Mmh, das schmeckt gut. Oh, jetzt könnte ich es am liebsten aufessen, muss sprechen. Hat es mir so mehrere mit reingepackt. Oh, wie süß. So Mini-Marmelade. Bitter-Orange-Marmelade. Und... Red Cherry, also Kirsch, ne? Sehr schön, vor allem die Gläser. Nein, also die Gläser sind ja wohl geil, oder? So kleine Mini-Gläser zum Basteln dann. Ich esse gerne Marmelade. Hm. Hier haben wir noch so Waffeln. Sehen auch sehr lecker aus. Oh, so viel zum Naschen. So viel zum Naschen und ich darf jetzt nicht. Was haben wir hier? Also ich dürfte jetzt schon, aber dann versteht ihr mich nicht mehr. Das ist... Sag mal, ist das aus den Niederlanden oder was? Ja klar, oder? Holland, ja klar. Da, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das sieht aus wie... Was ist das denn? Ja, ich sehe hier jetzt so keine deutsche Übersetzung. Ich mache das jetzt einfach auf. Auch wieder eine schöne Dose zum Weiterverbasteln. Will nicht. Kaffeebonbons, glaube ich. Wir hatten drüber... Oh, da haben wir drüber gesprochen, geschrieben, dass sie so Kaffeebonbons hat. Die riechen sehr gut. Bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier eine Pflegemaske. Ciabatta und Mandelöl. Erdbeer und Vanille. Schön.
Das ist wirklich schön. Muss ich mal echt hier so einen Entspannungstag das mache ich dann, wenn alle Pakete da sind, alle Videos abgedreht. Dann mache ich mal echt so einen Beauty-Tag oder so. Porentiefe Reinigungsmaske. Hautbild verfeinernd. Das ist sehr gut. Mein Hautbild ist ja nicht das Beste. Und ein Melisse Entspannungsbad. Wohltuend bei Erschöpfung und Stress. Was will mir der Absender damit sagen? Ja, Schokolade geht immer. Und weiße Schokolade, die esse ich ja so gerne. Oh, da könnte ich mir jetzt auch gerade schon wieder was reinziehen. Ah, Kerzen. Oh, schon wieder Yankee Candle. Oh, ihr seid doch irre. Aber meine Teelichter sind gerade alle. Ich zünd mir jetzt hier eine an. Und dann filme ich weiter. Jetzt konnte ich mir ja nicht verkneifen, hab mir den kompletten, also nicht den kompletten, aber einen so einen kompletten auch noch reingeschoben. Voll lecker. Und nochmal Yankee Candle. Oh, danke dir, Suse. Ich liebe Yankee Candle. Danke, danke, danke. Dann haben wir hier Servietten. Ey, Suse wohnt so an der holländischen Grenze, oder? Das wusste ich gar nicht. Ja, die sind ja auch voll süß. Da werde ich der kleinen Bastelprinzessin auch gleich noch welche mit einpacken. Die besuche ich ja bald am Wochenende jetzt. Genau, ihr seht... Nee, während ihr das Video seht, bin ich bei meiner Bastelprinzessin schon. Oh, wie geil! Ich liebe ja Totenköpfe. Finde ich richtig schön. Super, super, super schön. Ist echt geil. Oh, ich liebe Totenköpfe, ey. Bist du irre? Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh, finde ich ganz, ganz toll. Das sind, ja, diese Clear Stems. Oh, ich habe gerade voll die Gänsehaut. Im Vintage Look, aber auch halt so Steampunk. Die sind ja irre. Oh, ich weiß leider gar nicht, was sowas kostet. Ich habe da echt... Oh, Dankeschön, Suse. Freue ich mich echt mega mäßig. Oh mein Gott, echt toll. Oh, noch mehr. Oh, ich hasse dich. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nicht mehr heulen. Oh, das ist so alles mit Musik und hier so eine geile Schrift und die Musikinstrumente und Noten und oh, es ist toll. Wunder, wunder, wunderschön, ehrlich. Ich weiß leider. Oh, es tut mir so leid. Oh, so schön. Das ist der Hammer. Das ist echt Hammer. Also das sind mit die schönsten Sachen, die ich bis jetzt bekommen habe. Echt. Also ich habe viele, viele schöne, wirklich schöne Sachen bekommen. Aber ich bin gerade echt so ein bisschen geflasht. Oh, guck mal, richtig ein Stempelzahnrad. Oh Gott. Oh Gott, hoffentlich sind die nicht so teuer. Suse, das verzeihe ich dir nicht. Dankeschön, vielen... Oh Leute, guckt euch doch mal an, ey. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin total begeistert. Oh Gott, echt wunderschön.
Hier ist noch eine Kiste. Die Kiste finde ich ja auch schon wieder mega schön. Ich brauche im Moment so viele Kisten, weil ich halt überall kommt was rein. Demnächst brauche ich scheinbar auch noch eine Stempelkiste. Obwohl ich halt, ich muss mir jetzt echt bald mal ein Ding kaufen, wo ich die drauf mache. Ich kann die ja gar nicht benutzen. Und ich brauche Stempelfarbe. Ich muss, ich traue mich auch nicht, die mit Acrylfarbe auszuprobieren. Nachher geht das nicht mehr sauber oder sonst irgendwas. Oh, also da werde ich mir am Wochenende jetzt echt so ein Ding mal bestellen, damit ich da loslegen kann. Hier sind auch nochmal so maritime Servietten in klein. Dann haben wir, boah, das ist ja auch toll, schwarz-weißes Band. Ich habe vorhin noch ein Pocketletter fertig gemacht in schwarz-weiß, da hätte ich das gut gebrauchen können. Ich glaube, das ist gar kein, ist das Geschenkband? Das ist gar kein, ist das Geschenkband oder? Ich guck jetzt mal eben. Ja, aber wisst ihr, was geil ist? Das ist so wie dieses Ziehband. Also man kann das dann noch viel besser verarbeiten und kleben als jetzt Stoffband. Ganz, ganz toll, Suse. Du bist echt verrückt. Oh, bist du verrückt. Ein Fotoroller. Ah. Klebt Fotos dauerhaft schnell und sauber. Ja, geil. Das kann ich ja sehr gut gebrauchen. Das ist ja auch eine geile Idee von dir, Suse. Echt geil. Das ist ein Silikonpinsel. Also das gibt es ja jetzt wohl nicht. Habe ich euch das mit dem Silikonpinsel erzählt? Wie kommt sie da drauf? Ich hatte, war bei meiner Nichte beim letzten Mal und die hatte halt echt einen geilen Silikonpinsel. Habe ich euch das erzählt? Und ich war ein bisschen neidisch, weil die da ein besseres Werkzeug hatte als ich. Nee, das habe ich euch. Also jedenfalls freue ich mich gerade tierisch, weil Silikon ist echt ganz, ganz toll zum Arbeiten und auch besser als Haarpinsel. Also das jetzt halt für größere Flächen so, ne? Dankeschön, Suse. Hier noch ein. Oh, wie geil der aussieht. Ist ja fast zu schade, um damit zu arbeiten. Ey, wie geil, wo gibt's denn sowas, ey? Oh, der sieht, der gefällt mir als Deko schon gut. Toll. Dann ist hier noch, oh, geil. Das ist richtige, oh, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Boah, wie geil ist das denn? Guckt mal. Ich weiß nicht, seht ihr das? Geil. Habe ich auch noch nie gesehen. Artico steht da drauf. Und hier noch rosa. Ist ja natürlich toll für Vintage-Sachen, das rosa, ne? Du sagst, du kennst dich nicht aus mit Bastelsachen. Du machst mich, also ich bin gerade wieder richtig fertig, Leute. Das könnt ihr doch nicht alles mit mir machen. Hier ist noch wunderschönes Washi-Tape. Mit Rot und Blau und Gelb und Punkten. Wunderschön. Sieht komplett unbenutzt aus. Ich glaube, Suse bastelt nicht so viel. Die hat das wahrscheinlich alles extra gekauft. Ich könnte schon wieder losheulen, echt. Ich komme nicht drüber weg. Hier, ah! Oh, Suse, ey, wie gut hörst du denn zu, sag mal. Also ich bewundere Leute, die mit Basteln gar nicht so viel am Hut haben und dann wirklich meine Videos alle gnadenlos so aufmerksam zusehen. Das ist wirklich der Hammer. Hier ist nochmal so ein Kreidestift, den ich neulich brauchte. Ihr habt, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe sie mir mittlerweile gekauft. Im Action gab es die nämlich. Du bist der Hammer. Also mich überwältigt das gerade, wie gut manche Leute hier zuhören.
muss man langsam mal aufpassen, was man sagt, wenn man ununterbrochen quatscht. Hier ist das Nächste, was ich neulich, wo ich noch, glaube ich, irgendwo gesagt habe. Habe ich das gesagt? Dass mir die Uwe-Stifte ausgehen und vor allem die kleinen, die finde ich halt so schön und praktisch. Da kann man sauberer mit den Pocketlettern arbeiten. Ja, und der eine ist jetzt echt fast alle. Ich kann es super gut gebrauchen. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht so... Ich bin befixt und fertig gerade. Oh, Leute. Ja, und was soll ich jetzt sagen? Also, das ist der Hammer. 1, 2, 3, 4, 5 mal Sekundenkleber. Ja, ich bin die ganze Zeit, muss ich meine Tränen zurückhalten. Obwohl es mir ja nichts mehr ausmacht, vor anderen zu heulen oder so. Ich stehe dann dazu, aber ich kann das immer nicht so. Manche Leute von euch, die sind doch einfach nur verrückt. Das ist viel zu viel, Soße, echt viel zu viel. Hier sind noch... Ach, wie geil ist das denn? Ich glaube, das sind Messer, oder? Nee, was ist denn das? Das muss ein Messer sein. Ey, Leute, guckt euch das mal an. Hier. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist wie ein Schlüssel gemacht. Und dann ist hier so eine ganz kleine Cutterklinge drin. Das ist ja wohl geil, oder? Habe ich ja noch nie gesehen. Boah, ich bin viel zu nervös jetzt. Kriegst nicht rein. Und davon hat sie mir halt auch noch hier zwei mit eingepackt. Boah, ich bin jetzt total verschnupft, wa? Ey Leute, habt ihr schon mal so geile Stempel? Ich habe noch nie so geile Stempel gesehen, echt nicht. Noch nie. Nicht immer in einem anderen Video oder so. Und noch mehr. Ich habe bei keinem Video so doll geheult, Suse. Ja, ich habe zwar tausende von Papieren, ne? Hab mir natürlich jetzt auch viele im Action gekauft und viele von euch auch geschenkt bekommen. Und jetzt hat sie mir halt hier so Motivblöcke geschickt. Das sind zwei sogar. Und ich weiß, was die kosten. Allein schon der Sekundenkleber und ich will nicht wissen, was die Stempel gekostet haben. Scheiße. Ich finde das immer schön, dass die hier vorne auf den Blöcken mit so ein paar Ideen mit drauf haben. Ihr werdet das in meinem Pocketletter-Video auch sehen. Das habe ich heute abgedreht. Übrigens, das geht über eine Stunde. Nächste Woche Sonntag, also nicht morgen, sondern darauf die Woche. Wahnsinn. Und ja, da habe ich auch ein Letter nur mit so einem Motivblock gemacht und dann auch so eine, hier guckt mal, hier mit dem Herz und Love, das kann man doch einfach auf dem Pocketletter einfach 1:1 übernehmen, ungefähr, und dann kann man halt hier und da noch ein bisschen verzieren. Finde ich echt tolle Anregung. Doch, ich brauche gleich das nächste Taschentuch. Entschuldigt bitte. Ich habe gerade ein bisschen Schlafmangel. Ich glaube, dann heult immer noch schneller. Ja, und da ist es wieder wie bei dem Motivblock, den ich auch habe. Ist immer... Nee, doch nicht. Also, das erste war fester Karton. Das ist jetzt dünn. Das ist so mittel. Fester Karton. Dünner Karton. Jetzt bin ich gerade schon wieder so sprachlos, aber das kann Suse definitiv nicht wissen. Das habe ich nämlich im Unpacking von Andrea Gomoll gesagt und das kommt ja erst am... Also ihr habt es jetzt schon gesehen, aber das kann Suse noch nicht gesehen haben. Das kommt erst jetzt, also morgen, Donnerstag für euch. Da habe ich nämlich gesagt, man hat jetzt ganz viel von diesen Papieren, man hat aber dann immer keinen Farbton, der halt dazu passt. Das finde ich ja geil, dass hier dann mal so ein einheitliches ist, was halt dann zu den Farben passt. Schön. Damit habe ich auch ein Pocketletter schon gebastelt. Seht ihr das? Damit das passt dann zueinander. Man hat dann exakt den gleichen Farbton. Das finde ich cool.
schon mal zu den Stempeln gucken. Schön. Einfach nur schön. Ich habe jetzt so viel Papier, Leute, aber ich finde immer wieder schön. Papier finde ich immer, immer wieder schön. Ich kann demnächst vielleicht auch mal noch ein paar Grußkarten machen, weil ich weiß gar nicht, wer was brauchte. Ich glaube Silvi, oder? Wollte irgendwie noch eine Grußkarte gebastelt haben zur Hochzeit. Und da habe ich gedacht, da mache ich einfach ein paar mehr Grußkarten und so ein Gesamtvideo darüber. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht. Ich meine, es war Suse. Oh, ich bin jetzt so, ich klinge jetzt bedrückt, aber ich bin einfach nur fertig mit der Welt, weil so kleine Sachen hier drin waren, sind. Ist ja hier jetzt noch ein Motivblock. Oh, Suse, ey, ich bin so geflasht. Guckt euch das an. Also allein hier die Vorschläge, ne? Wenn ich das schon sehe. Saugeiles Papier, glaube ich. Schön für Vintage Pocketblätter. Ja, und hier ist es jetzt wieder wie dem Block, den ich habe. Eins dick, eins dünn. Ich blätter das mal immer zusammen. Das ist richtig schön, ne? Wahnsinn. Oh, das habe ich auch mal irgendwo gesehen. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Herzchen. Ihr erlebt mich ja selten so still, aber ich kann heute irgendwie nicht mehr so klar reden. Wenn das Video fertig ist, gehe ich auch erstmal eine Runde quaken. Ganz toll. Auch schön. Fällt mir auf. Ja, wunderschön. Ja, Susi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin, egal was jetzt, dieser kleine Schlüssel mit dem Cuttermesser oder so, ich finde alles mega, mega schön, aber also wie gesagt, so was Schönes hier habe ich ehrlich, das habe ich noch nie gesehen, noch nicht, also weiß ich nicht. Also, wenn ich da drauf gucke, heute schon wieder. Das ist echt der Oberhammer. Und ja, ich kann nur hoffen, dass du dich jetzt nicht so dermaßen Unkosten gestürzt hast, weil ich das wollte ich nie und möchte ich auch nicht. Und ja, es tut mir echt leid, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich will das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bin einfach nur total perplex. Ich kann euch schon mal sagen, dass morgen mein Action-Haul-Hauptvideo kommen wird. Und ich kann euch sagen, dass am Montag von der lieben Jackie, ich sage mal Jackie, die heißt bestimmt mit Spitznamen eigentlich Jackie, weil sie Jacqueline heißt, aber die hat mir irgendwie gerade noch was geschickt, wovon ich noch nicht weiß, was es ist. Das packe ich als nächstes aus und das versuche ich euch dann für Montag hochzuladen. Jo, gut Leute, ich mache jetzt Schluss, ich kann nicht mehr. Wir sehen uns dann, ja, ihr seht mich morgen beim Action Haul Video. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß mit, ist ein bisschen länger. Macht euch einen Tee oder holt euch ein Bier oder ein Glas Wein und macht es euch gemütlich. Lasst euch gut gehen. Ey Susi, ich umarme dich megamäßig und es rattert schon in meinem Kopf. Ich überlege mir mal was. Weil das lasse ich so nicht stehen, das kannst du knicken. So, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis bald, lasst euch gut gehen, eure, ja, heulende Heulsuse Ivi. Macht's gut, ciao!